So, hallo und herzlich willkommen da draußen. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der täglichen Dosis SEO. Cool, dass ihr mit dabei seid. Oder beziehungsweise im Moment ist noch gar niemand dabei. Nicht mal der Alex. Und jetzt kommt er endlich durch die Tür. Wow. Punktlandung und im Anzug. Erschreckend. Ja, erschreckendes Arbeitsoutfit heute hier vom Alex. Hallo Internet. Ja, hallo Internet. Genau, also erschreckend. Ja, sehr fesch. Genau, ich fühle mich ja richtig underdressed hier wieder mit Hoodie. Was geht hier ab? Aber eigentlich wäre es auch mal lustig, wenn wir irgendwie mal anfangen, Ein SEO-Dresscode zu SEO-Dresscode, etablieren. ja, genau. Okay. Also. Nein. Genau, das wollen wir nicht. Genau, aber das wäre eigentlich cool. Genau. Wenn man zuhört, muss man einen Anzug tragen oder so, sonst darf man nicht zuhören oder so. Genau, während auch der Ralle gerade ins Clubhaus kommt, willkommen. Genau, der Armin ist auch dabei. Schönen Wochenstart euch allen. Keine Ahnung, was ich gerade gelesen habe. Schönen Wochenstart wünschen wir auch dir, lieber Armin. Cool, dass du wieder mit dabei bist. Und auch der Daniel nimmt sich eine Auszeit vom Eisessen, was er scheinbar häufiger tut. Aber kann man nicht Eis essen und bei uns zuschauen Kann gleichzeitig? man auch, kann man auch. Genau, da haben wir natürlich keine Regeln. Hallo, Mahlzeit und einen lieben Gruß in die Runde. Genau, den wünschen wir auch dir, lieber Daniel. Und viel Spaß beim Eis weiterschlecken, Vielleicht, sofern du da gerade aktiv bist. genau, vielleicht postest du irgendwann mal ein Bild von dir beim Eisessen Nein. und gleichzeitig der täglichen Dosis SEO hören. Kannst du machen, kannst du machen. Den Daniel habe ich sowieso, der hat nämlich auch häufiger immer On-Page- oder Right-Shirts angehabt. Das habe ich noch immer schön kommentiert. Das wäre natürlich das Trifecta sozusagen. Das ist wieder ein bisschen crazy hier. Genau, aber das ist Vielleicht natürlich. brauchen wir ein bisschen von dem Tisch hier. Aber das wäre natürlich das Trifecta. Also, wenn du quasi in einem Right-T-Shirt, Eis essend, die tägliche Dosis SEO hörst und davon ein Bild machst. Genau, kannst du mal deine Frau fragen. Also, da. Genau. Als Beste wäre natürlich noch ein Tattoo. Ein Tattoo wäre auch cool. Right Tattoo und tägliche Dosis SEO. Also Markus und Alex auf dem anderen Arm. Nee, schon mal. Jetzt driften wir Ey, ab. das eskaliert jetzt gerade Ja, ganz schön absolut. böse. Bin eskaliert. Sorry, Daniel. Genau, seine Frau war auch schon. Oh, wow, was hörst du da? Das darfst du nie wieder hören. Genau, servus Stefan. Servus allerseits aus Osterhofen. Grüße nach Osterhofen. Und alle, die von dort außerdem Stefan noch zuhören, cool, dass ihr mit dabei seid. Der Matthias ist auch wieder mit dabei. Schönen Mittag zusammen. Den wünschen wir auch dir, lieber Matthias. Und der Kana, Chana ist der dabei. Chana. Hi zusammen. Servus, Chana. Der Chana auch hier Gleich mit mit Anzug Anzug, irgendwie so aber mit einmal. Krawatte. Sogar noch ein bisschen besser gedresst hier. Chana, nicht schlecht. Sehr gut. Hast du gleich hier die Leute hier inspiriert. Der Chana guckt übrigens auf LinkedIn zu. Seid schlau wie Chana. Schaut auf LinkedIn zu. Genau, der Hans kommt auch gerade ins Clubhaus rein. Servus Hans, cool, dass du wieder da bist. Ich hatte eine sensationelle Session am Freitag mit dem Hans. Da hat er mir so spannende Sachen gezeigt. Also vielen Dank da nochmal dafür. Ist einfach immer geil, mit dir zu quatschen. Und genau, was haben wir noch? Den Stefan. So, Urlaub zu Ende. Jetzt die Mittagspause wieder sinnvoll nutzen. Aber hallo, sinnvoll nutzen. Sehr cool. Cool, dass du wieder da bist, dass der Urlaub cool war. Lieber Stefan. Und dich hier wieder in unserer Mitte befindest. Ja, weil wir haben ja heute, ja, also wir müssen ja leider mit nicht allzu guten Neuigkeiten in die tägliche Dosis starten oder beziehungsweise wir machen es gleich ganz kurz nochmal Housekeeping für diese Woche. Also wir haben diese Woche zwei Shows oder wie ich ja letzte Woche gesagt habe, nur, worauf dann der Johann gesagt hat, nur zwei Shows die Woche. Ja, Ja, wir das es ist halt. gleich mal nicht dazu Ja, bekommen heute, genau. ne? Also wie gesagt, das ist halt eigentlich unser Anspruch, dass wir eigentlich drei die Woche mindestens machen. Aber diese Woche nur zwei, weil am Donnerstag ist ja Vatertag. Ah, hier, Marco. Servus, Marco. Hallo aus den heißen Barracks. Da wünschen wir dann natürlich kühle Grüße in die Barracks. Genau. Übrigens, Marco, hast du meine E-Mail bekommen wegen dem Tomek, weil der will auf der Campix sprechen? Da habe ich gar nichts mehr mit. Ja, ich habe nichts gehört. Deswegen, jetzt wo du schon da bist, frage ich dich einfach hier mal kurz. Genau, weil den Tomek brauchst du da echt auf deiner Bühne. Und ich hatte dann ein Intro gemacht. Ich weiß nicht, ob das durchgekommen ist. Es ging auch irgendwie, glaube ich, an die Marco at Sumago oder so. Keine Ahnung. Also, vielleicht schaust du noch mal kurz in dein Postfach und sonst hau mich einfach an. Aber cool, dass du mit dabei bist, lieber Marco. Genau, bald ist ja auch Campix, ne? Ja, Sechs Wochen noch oder so, ne? Also nicht mehr nicht, lange, nicht ja. mehr lange hin und dann ist endlich wieder Campix. Trip ist schon geplant. Trip ist schon geplant. Ich ja vom Alex auf jeden Fall. Mit Hamburg davor. Genau, mit Hamburg davor. Ich bin da noch ein bisschen noch am Plan. Aber ich würde wirklich liebend gerne. Aber es ist leider ein bisschen tricky dieses Mal. Haben zwei Lücke, melde mich bei ihm. Klasse, super. Und du hast ja mittlerweile auch ein paar mehr internationale. Ne? Ich habe ja gesehen, von Screaming Frog kommt jemand, die Elader kommt. Ne? Da wäre natürlich der Tomek
auch noch eine richtig gute Edition. Vor allem, er hat unglaublich geile Research, gerade was er halt für Zip-Tie Dev macht. Genau, also ich glaube, das könnte euch könnte auch wirklich sehr spannend sein für die Campex. Genau, sorry, hier nur mein Nebenfeld, wie gesagt, habe ich mit ihm gemeldet, wo er gerade da ist, frage ich doch mal kurz. Genau. Achso, genau, Housekeeping. Also, wir haben am Donnerstag ist ja Vatertag, ne, und genau, und morgen habe ich einen Workshop mit einem Kunden, einen richtig coolen Workshop mit einem richtig coolen Kunden, habe da schon geile Sachen gefunden, freue mich auch richtig tierisch drauf, aber das geht über den Mittag hinweg, also von dem her diese Woche nur zweimal, ja, heute, da seid ihr gerade drin, hervorragend, Glückwunsch, und am Mittwoch. Und am Mittwoch haben wir einen super spannenden Gast wieder bei uns in der Sendung, nämlich den Dominik Schwarz. Jetzt will ich sagen, was, Duplicate Content hatten wir doch gerade erst, ne, wie, nicht richtig weitergeleitet, kein Canonical, was da los? Nee, der Dominik Schwarz war ja beim Alex in der Show, um über die Inhouse-SEO-Gehaltsstudie zu reden. Und ich habe am Freitag mit ihm telefoniert wegen einer anderen Sache. Und da hat er mir erzählt, dass sie heute, ich habe auch schon die ersten Bilder gesehen, ein Inhouse-SEO-Live-Event wieder machen in Berlin. Genau, macht er zusammen in Kooperation mit der Sandra Finlay. Und genau, und das ist richtig spannend. Ich habe, wie gesagt, schon ein paar Fotos gesehen. Da sitzen, ich glaube, über 50 Inhouse-SEOs, also wirklich auch alles, was Rang und Namen hat, sitzt da. Ich habe da den Malte gesehen. Ich habe da, keine Ahnung, ich glaube auch den Benedikt gesehen und wen auch immer auf den Bildern. Also von dem her, alles, was Rang und Namen hat, ist da gerade in Berlin auf dieser Inhouse-SEO-Konferenz. Da habe ich gebeten, hey, willst du nicht am Mittwoch was darüber erzählen? Ne? Also wie das lief, was hast du gelernt? Weil es dürfen ja auch nur Inhouse-SEOs dorthin, ja, also von dem her, zum Beispiel, wir dürfen jetzt selber nicht dahin, obwohl ich auch in der SEO bin, zu einem gewissen Maße, aber egal. Also auf jeden Fall dürfen wir das ja nicht, ist so exklusiv, und da habe ich gemeint, hey, komm doch am Mittwoch in die Show, erzähl mal ein bisschen was über den Event, wie gesagt, was du da gelernt hast, und ja, reden wir einfach über Inhouse-SEO. Also ich freue mich statistisch, weil letztes Mal auch ja nur der Alex mit ihm hier die Show hatte, morgen dann zu dritt, und genau, würde mich freuen, wenn ihr dann auch am Mittwoch wieder einschaltet und mit dabei seid. Der Ralf ist dabei. Markus, wird es dein SEO-Charity-Event eigentlich auch mal wieder geben? Ja, wird ja wieder ein SEO-Oktoberfest geben, also den G50 Summit wird es dieses Jahr wieder geben. Ich habe da gar keine Kommunikation dazu gemacht, weil sowieso eigentlich schon alles wieder, also war innerhalb von Minuten war alles weg. Also von dem her, genau, haben wir da im Moment gar nichts irgendwie Öffentliches gemacht. Das Problem ist da immer noch mit dem Charity-Event, dass das mit unserer Stangelwirt-Location einfach leider nicht so gut klappt. Also wir sind da echt noch am Überlegen, was man da machen kann. Aber wie gesagt, aktuell ist es noch nicht geplant. Ja, also was natürlich super schade ist. Wir haben da, ich meine, ich weiß noch, zum 10. See-Oktoberfest haben wir 90.000 Euro an Spenden da generiert oder generell über See-Oktoberfest hinweg ja über 300.000 Euro mittlerweile halt schon. Und das fehlt auf jeden Fall den Organisationen, die wir da unterstützt haben, maßgeblich die Münchner Tafel und Amazonica. Und würden wir auch gerne wieder machen, aber wie gesagt, ist leider ein bisschen tricky. Aber wir sind dran. Der Bastian ist mit dabei. Moin, die Herren. Moin, du Herr. Geil. Einmal ein Hemd angezogen, gleich als Herren bezeichnet werden. Ja, geil. Wow, krass. Also ich bin auch noch schon lange nicht mehr irgendwie so alt gemacht worden, würde ich mal so sagen. Die Herren. genau. Der... Wuhu, G50, genau, der Bastian ist natürlich dabei, genau, der weiß natürlich auch alles. Heute ist lustigerweise letztes Orga-Meeting heute Abend, genau, also Bastian auf jeden Fall, das wird richtig, richtig cool, dass du wieder mit dabei bist und natürlich auch hier in der täglichen Dosis SEO mit dabei bist. Genau, und jetzt, wie gesagt, lasst uns natürlich über die News der letzten Woche natürlich reden, und da ist natürlich eine News, die wir natürlich hier direkt am Anfang, ja, covern müssen. Der Bill. Genau, also beziehungsweise William. Warte, bis jemand Vater und Sohn schreibt. Vater und Sohn? Der Buffen. Du als wahrscheinlich eher ich bin die ja Herren, Vater und Ach Sohn. Ach so, okay, geil, ja, geil. Der Jakob. Genau. Ja, ich habe es auch mal mit Tandler Junior und so, ne? Also wie sie dann meinen Sohn nennen. Genau, aber ja, wir müssen natürlich hier gerade Tribut zollen an den Bill, ja, das war wirklich schockierend. Also als ich dann wirklich am Morgen Twitter aufgemacht habe und wow, also das ist natürlich ein unglaublicher Schock. Ich meine, generell ne, sind jetzt gerade, also so fühlt es sich auf jeden Fall an, gerade in der letzten Zeit, ja, ein paar aus der SEO-Community quasi da ja gerissen worden, geradezu. Also wir hatten ja mit dem Russ entsprechend, wir hatten
Natürlich auch, Hamlet Batista. genau, Hamlet, selbstverständlich, was super, super schade ist, weil 2020, als er das Seeoktoberfest gemacht hatte, wollte er zum Seeoktoberfest kommen. Ne? Und dann ging Covid los und ja, er hatte jetzt quasi das Ticket, weil wir haben ja quasi allen quasi wieder das Ticket angeboten, die das halt damals hatten, als wir absagen mussten. Und wie gesagt, haben auch fast alle genommen. Und ja, Hamlet war da halt da drunter und das war natürlich auch nochmal, ja, sehr krass, weil ich ihn noch nie kennengelernt hatte und dann, ja, hätte ich ihn dort kennengelernt um ein paar, ja, um ein paar Wochen. Und genau, dann ist er verstorben. Den Bill habe ich kennengelernt. Genau, die Geschichten habe ich euch ja auch schon mal erzählt. Ich habe ihn 2005 zum ersten Mal auf der SES San Jose treffen dürfen, was ja recht lustig war, weil er da auch gerade, glaube ich, angefangen hatte mit SEO by the Sea. Also ich kannte ihn noch von den Career Sites Forums. Er hat es ja mit Kim Krause-Burg zusammen damals ja aus der Taufe gehoben war. Also Career Site Forum war ja quasi nach mit Webmaster World. Das Digital Point Forum hattest du noch entsprechend. Und Career Site war immer eher, also Digital Point fand ich immer ging in Richtung Affiliate. Ne? Webmaster World ging richtig eigentlich in SEO. Und Career Site, ja, wie der Name auch schon sagt, Create a Site, also ging mir auch so in Dev-Geschichten entsprechend halt rein. Ne? Was halt heute eigentlich alles, ja, so eine Union ist. Sozusagen war damals noch ein bisschen gesplittet und das war im Career Site Forum, wo Bill sehr aktiv war, zusammen auch mit anderen Größen. Eamon Johns war da mit drin, Jill Wellen, also wirklich sensationelle, also quasi the old guard of the US SEO Community. Und genau, also von dem her kannte ich ihn da auch. Und genau, und ich bin da gerade nach San Jose geflogen, also über San Francisco, San Jose, also das war dann echt ein 24-Stunden-Trip, komm an dem Hotel an und wer steht da vor dem Hotel? Bill. Ja, und der war quasi der Erste, dem ich dann die Arme gelaufen bin und das war dann natürlich ein großes Hallo und ja, das war das erste Mal, dass ich ihn dann kennengelernt habe. Ich habe ihn über die Jahre hinweg mehrfach auf Konferenzen getroffen, wir haben gemailt, ich habe auch natürlich mal geschaut, wann habe ich zum ersten Mal mit ihm gemailt, das war dann 2006 interessanterweise. Genau, also als wir dann 2005 schon kennengelernt hatten. Ja, also waren immer sehr, sozusagen, also auch im Kontakt. Wir waren auf einer, mit Mike King zusammen, haben wir eine Show gemacht, quasi wir beide zusammen, habe ich jetzt gar nicht mehr gefunden. Entsprechend, also wie gesagt, wir hatten da unglaublich viele Touchpoints. Und ja, also war für mich eigentlich immer so einer der Top 10 SEOs. Ich würde jetzt gar nicht mal sagen, so ein SEO-Praktiker. Also ich habe ihn jetzt nie so als wirklich ein SEO-Praktiker wahrgenommen. Und das meine ich, gesagt, meine ich jetzt, das ist gar nicht böse, sondern wie gesagt, gerade auf dieser Meta-Ebene, gerade mit den Patenten, ich meine, da ist er einfach, ja, eigentlich der Einzige fast schon, der sich dafür interessiert hat. Ne, hat natürlich da auch meine Liebe gerade zu Google-Patenten entfacht. Also beziehungsweise auch mir sehr viel. Ich habe halt sehr viel gelernt auch, ne? Also was muss man sich angucken, wie muss man Sachen auch interpretieren, wie muss man Sachen verstehen. Also da hat er mir gerade in der Anfangszeit unglaublich geholfen und wie ihr es ja auch hier aus der täglichen Dosis SEO kennt, habe ich auch die einige oder andere, wie gesagt, auch so ein Patente-Catcher, wo ich da auch recht aktiv bin. Und wie gesagt, das geht eigentlich wirklich aufs Bild zurück. Und das war wirklich das Faszinierende, wo viele halt ja einfach Schaum schlagen, ne? Und auch irgendwie. Keine Ahnung, ne, irgendwelche, Google funktioniert so oder funktioniert so, ne, hat er immer, ja, ich treffe eigentlich keine Aussage, guck mal, was die Patente sagen und dann immer mal ganz vorsichtig. Wie gesagt, also für mich war gerade SEO by the Sea, also immer eine Top-3-Quelle für SEO-Knowledge. Ich habe wirklich fast alles, glaube ich, da gelesen, was er geschrieben hat und, ja, und man hat es auch, wenn man ihn liest und wie gesagt, man kennt ihn, ne, dann ich hatte auch genau seine Stimme, also sozusagen als würde er das vorlesen entsprechend und ja, das macht das Ganze natürlich ja einfach unglaublich traurig. Genau, ist 61 Jahre ist Bill geworden. Ich muss ganz ehrlich sagen, er 2020 hatte er ja einen Herzinfarkt und ja, das war schon krass und ich muss ja echt auch sagen, so, wenn ich ihn danach sozusagen, also was ich ihn gehört habe und alles, also er war schon ein bisschen anders. Also man hat schon gemerkt, dieser Herzinfarkt hat ihn da enorm zugesetzt. Logo ist halt auch ein Herzinfarkt. Aber nichtsdestotrotz, er war immer
ja, immer noch voll im Thema zu 100%, und deswegen gar nicht so weiter Gedanken gemacht, sondern einfach, mein Gott, er wird halt alt, hat da, wie gesagt, schon Herzinfarkt, aber ja, scheinbar war es dann auch in der ganzen Zeit jetzt ein bisschen, ja, vielleicht anders, wie wir das da draußen wahrgenommen haben. Ja, ich will auch euch einladen, wenn ihr irgendeine Geschichte über den Bill habt, also bitte, bitte erzählt sie. Wäre echt cool. Der Bastian schreibt hier, Jeez, ist das lange her. Kann mich auch noch an die Threads aus dem Kreas-Site erinnern. War ein guter Typ, ganz herber Verlust, definitiv. Genau, also wenn ihr auch was schreiben wollt, bitte tut das gerne. Ich kann mir gut vorstellen, dass einige auch innerhalb von unserer Community, also nicht nur Fans sind, sondern auch wirklich, ja, einfach sozusagen den Approach, also ich denke auch Leute wie den Olaf zum Beispiel, der sich auch immer mehr mit solchen, also quasi den wirklichen Theoremen dahinter sozusagen beschäftigt. Ja, gerade auch eifrige Patenteleser und dergleichen geworden sind. Und ich glaube, das geht immer auf den Bill zurück, weil wie gesagt, er war wirklich der Einzige, der sich teilweise mit diesen Themen da auch beschäftigt hat. Und auch in manchen Situationen war der Einzige, den ich auch anrufen konnte. Also ich hatte niemand anders, wo ich halt auch gedacht habe, hey, also wen kann ich da sonst anrufen? Das war wie nur Bill. Es geht um dieses Thema. Ist dir da schon mal untergekommen? Und dann wusste sofort, hey, hier, vor 7 Jahren war hier mal ein Patent, da, da, da. Und da musst du so und so. Holy shit, ja. Also er war da wirklich ein fast schon wandelndes Lexikon. Und er war wirklich die einzige Person, die ich da anrufen konnte. Und selbst wenn ich jemand anderes angerufen hat, hat er gesagt, oh, ich muss Bill fragen. Ja, super. Ja, also dann frage ich ihn über gleich. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er auch für ja, den einen oder anderen, der hier zuhört, ja, also maßgeblich sozusagen ein maßgeblicher Teil der eigenen SEO-Karriere war. Also von dem her. Ja, lasst euren Gefühlen fühlen freien Lauf. Ja, also I'm all cried out. Das war letzte Woche natürlich schon ein harter Schlag. Ein paar Sachen kurz zum Bill. Es gibt diese billslarsky.com, genau, hat gerade auch Dear Later heute nochmal drauf verlinkt. Genau, billslarsky.com hat ja damals der Barry ins Leben gerufen nach dem Herzinfarkt vom Bill. Und genau, also hier sind einige Stories über ihn und man kann auch seine eigene Story posten. Also auch da würde ich euch einladen, wenn ihr irgendeine Geschichte habt. Postet sie über den Bill. Ich habe es damals, wie gesagt, irgendwo bin ich ja auch, wie gesagt, nach dem Herzinfarkt habe ich damals auch kurz was geschrieben. Und es ist wirklich Wahnsinn, ne? Also wie die so viele Leute aus der Community da ihre Stories halt teilen. Und dann sieht man halt auch, was für ein wichtiger Ankerpunkt er fast schon in unserer Community war und vor allem halt, ja, also ich bin ja auch jemand, der sehr begeisterungsfähig, der sehr wuff ist, ja, und sehr explizit mit Meinung und das ist halt wirklich das Coole an Bill, dass er immer Schritt zurück, ganz in Ruhe und wirklich auch sich viel Bullshit halt auch gar nicht durchgehen lassen, ne? Also wie gesagt, LSI-Keywords und dergleichen, da habe ich noch was Schönes, auch da ein sehr schönes Zeitdokument, wie ich finde, ist diese SEO Pioneers Folge von der genau Shelley Welch. Sie hat da einige interviewt und genau unter anderem auch Bill und hat das hier auch öffentlich gemacht. Also da würde ich euch natürlich einladen, das anzuschauen. Und weil er sich hier so herrlich, herrlich amüsiert über eins seiner Lieblingsthemen, habe ich gemeint, vielleicht nehme ich das nochmal ganz kurz hier in die tägliche Dosis rein, dass ihr nochmal Bill in Reinkultur erlebt. Ich lasse es mal ganz kurz laufen, es ist nur eine halbe Minute, glaube ich. Also es geht um LSI-Keywords, ne? Latent Semantic Indexing, genau. No, that's like a 2000 invention. LSI was patented in 1988, but LSI keywords are a complete fiction. And there are at least two tool makers and a bunch of SEOs who promote it. The SEOs who promote it, some of them got paid millions from the tool makers, and it's nonsense. They're saying use things like Watson Natural Language API to get your LSI keywords. It's like, what planet are you from? No. It's like a 2000 invention. Ja, genau. Also schaut euch gerne das alles hier entsprechend an. Also es ist natürlich wunderbar, ihn hier nochmal zu hören. Und wie gesagt, auch einige Sachen, his favorite patterns,
Und dergleichen, beziehungsweise wie es auch damals losging, ne, mit Creaside Forum. Er war ja damals ein Gerichtsclerk, also ein Gerichtshelfer, ich weiß gar nicht, wie man das aussprechen kann. Gerichtsdiener wahrscheinlich, ja. Oder so. Genau, und wie er das da echt dazu gekommen ist. Aber ich fand diesen Ausschnitt, fand ich, ja, wirklich so, das ist halt so Bill in Reinkunsttour, gerade wenn es um LSR-Keywords ging, ja. Also, genau, das war so mit sein Lieblingsthema, ja. Genau, also schaut euch das gerne nochmal an, auch wenn ihr ihn nicht kanntet. Ich hatte ja die, warte mal, Mediodonis Popcorn 2006, gibt es das noch? Wir hatten das letztes Jahr nochmal angeguckt, genau, da ist er ja, der Barry hatte das ja vor kurzem nochmal gezeigt. Hier ist es, das Video. Und das will ich gar nicht nochmal durchgehen, aber es kommt ja auch hier. Ja, hier ist er. Ja, und das war 2006. What are you watching the games? You do something for local search. Make sure you put the city name and the state name in your meta description tag. Really important. You just said meta description. How do you value the way of meta tags? How do I value my meta tags? Yeah. Yeah, you should have a couple dozen on each page. Ja, also genau, also auch das muss ich jetzt nicht nochmal, könnt ihr euch gerne auch nochmal entsprechend anschauen. Ja, es ist Wahnsinn, es ist auch 2006, ne? Es ist unglaublich, wie lang das her ist. Ja, wow, ja, das ist schon echt, ist echt ein harter Schlag für unsere gesamte Branche. Ja, also Wer macht das jetzt auch? Also ganz ehrlich, also ich meine jetzt allein der Practical Use, wie gesagt, ich kümmere mich auch sehr viel um Patente, aber gerade Bill hat sehr häufig Sachen gefunden, die er auch gar nicht auf dem Radar hatte. Ne? Und wer macht das jetzt? Ne? Also ich glaube, hier geht auch für die gesamte Community unglaublich viel verloren, weil es niemand anderen gibt, der sich so mit diesen Themen entsprechend beschäftigt hat. Ja, moving on, es ist schwer, aber eine Sache noch. Ach, by the way, und das genau, das will ich noch erwähnen. Und auch diese Geschichte gibt es hier drin in dem Video. Und das ist die Geschichte, ist wahr. Er hat damals im Creaside Forum, gab es damals zwei Leute im Creaside Forum, Pedro Diaz und John Mu. John Mu hat damals, wie ist es, also so eine, der war ja so eine Software, hat er ja gemacht für XML Sitemaps, Softworks, glaube ich. Ich glaube, Softworks hieß es. Und John wurde, also war auch John Mu damals, also wie gesagt, hat diese Software as a Service Company quasi gemacht und war auch im Creaside Forum aktiv. Und dann ist Google auf ihn zugekommen und wollte ihn hiren und hat und dann hat John Bill gefragt, was er tun sollte. Und Bill hat ihm damals geraten, zu Google zu gehen. Und ich habe für euch sozusagen auch noch diese E-Mail gefunden. Das war der erste Arbeitstag, vor dem ersten Arbeitstag von John Müller hier 2007, wo er Randy schreibt, just checking in regarding next week. Time passes so quickly. Hope you're doing well. Do you know when I should come in on the office on Monday? Is there anything special I need to bring along for the first day? Also, wie gesagt, er fragte nochmal, kann er irgendwas mitbringt für seinen ersten Tag bei Google entsprechend. Und wie gesagt, auch das haben wir Bill zu verdanken. Ne? Also wie gesagt, Bill hat ihn damals also empfohlen, zu Google zu gehen. Und unter anderem auch Pedro Diaz. Pedro Diaz war ja auch im Search Quality Team entsprechend. Und auch, by the way, sensationeller Typ, der Pedro. Und genau, ist alles aus dem Creaside Forum entstanden. Also man kann gar nicht wirklich zeigen, wie wichtig er sozusagen innerhalb, was er für ein Nukleus innerhalb von dieser Branche war. Also man kann das gar nicht hoch genug aufhängen. Also alle Wege führen zu Bill. Wenn es so ein Graph gäbe über die SEO-Community und wie die ganzen Leute mit wem verknüpft und wie sie quasi da reingekommen sind, es war immer Bill. Also, so eine Art Knowledge Graph. Ja, genau. Also, und der ist eigentlich der Living Knowledge Graph. Genau, der Bill. Puh, ja, hart. Und genau, also danke auch, dass du uns John Mu beschert hast. Auch das, ja. Also, wie gesagt, Matt Katz war nie so
so aktiv, wie es John heute ist für die Webmaster-Community. Der Emanuel schreibt, auf YouTube kam gerade bei dir der Vorschlag, du sollst auf deine tägliche SEO klicken, ist gerade live. Ich habe mich gefragt, was dann passiert. Kollabiert das SEO-Universum? keine Ahnung, deswegen klicke ich nicht drauf, bevor jetzt das SEO-Universum kollabiert. Dafür will ich natürlich nicht verantwortlich sein. Also von dem her klicke ich da nicht drauf. Genau, hier noch was Interessantes. Google Search Results Spam for Bill Slasky Obituary shows the dark side of SEO. Das ging auch, glaube ich, auf Twitter rum. Das, oh, was für ein Spam, weil Bill Slasky quasi gestorben ist. Und wenn man nach Obituary sucht, ne, gibt es da lauter Spam-Seiten entsprechend, ne, die dann, ja, also einfach mit News, mit vielen Anzeigen gepaart und das ist, was da entsprechend halt auch rankt und auch teilweise irgendwie dann zusammen, also was nicht mal richtig stimmt. Das Problem ist aber hier weniger Bill Slasky oder dass hier gerade SEOs die besonders aktiv waren, ich glaube, das muss man hier wirklich ganz kurz erklären, sondern es ist gerade Obituary, also dass gerade die Obituary-Searches sind sehr verspammt, ja, und genau, und das, da ist ja jetzt einfach sozusagen, ja, einfach, das ist quasi die Schnittmenge jetzt hier, aber sozusagen, es liegt jetzt nicht am Bill Slasky, sondern generell das Obituaries sehr Ding, und das ist wirklich krass, ne? Also pure Garbage, was dann noch quasi dazu geschrieben wird, obwohl es dann gar nicht stimmt. Und genau, also wird mit AI quasi zusammengestitcht, einfach nur um Anzeigenklicks zu generieren. Genau, deswegen würde ich das kurz erwähnen. Also wie gesagt, hat jetzt nichts direkt mit SEOs zu tun, sondern wie gesagt mit dieser Obituary-Niche, die halt ultra, ultra verspammt ist. Das ist halt so ein typisches, auch wieder so ein High-Traffic-Niche. Ne? Wenn jemand stirbt, dann gibt es unglaublich viel Traffic genau eben da drauf. Ne? Und da ist dann natürlich immer Ad-Monetarisierung dann auch nicht weit. Also von dem her ein ganz, ganz typisches Problem drüben in Amerika. So, also rest in peace. Lieber Bill, genau. Wird sicherlich nicht das einzige Mal bleiben, dass wir ihn hier erwähnen, also auch immer weiter. Und vermissen. Genau, und vermissen werden. Also, wie gesagt, vielen Dank für alles, lieber Bill. Ich würde sogar eine Schweigeminute machen, aber ich glaube, das passt nicht für Clubhouse, YouTube, Twitter, LinkedIn. Nichts zu sagen, sozusagen beim Content produzieren, aber genau. Ja, vielleicht gehen wir alle mal in uns und genau, denken einfach nochmal an Bill. Puh, gut. Weiter. Das habe ich mir angeguckt am Freitag schon. Empfehle ich immer, State of the German Internet macht ja der Philipp Westermeier immer am Start der OMR. Sensationelle Keynote, hatte ja auch natürlich sensationelle Hilfe mit Hilfe von Redakteuren und ein richtiges Team, dass das natürlich auch richtig geil aussehen lässt. Also von dem her ist es auch visually immer ein Leckerbissen, aber auch von den Informationen sensationell. Unglaublich viele Informationen wieder drin und ja, einfach auch viele direkte Hands-on-Tipps. Das macht ja auch gerade immer am Ende eine Hands-on-Tipps, was man vielleicht sich genauer anschauen sollte oder dergleichen. Also wirklich tolle Beispiele, auch diese Gamification in Shane oder wie auch immer diese App halt heißt zum Beispiel. Wie gesagt, habe ich noch nie benutzt. Aber das auch zu sehen sozusagen, was die da halt machen. Also man kann sich dann für das Scrollen, kann man sich dann irgendwie wieder Rabatte verdienen oder was weiß ich auch immer. Also wirklich sehr smarte Sachen, kann man alles da lernen. Wie gesagt, hatte ich direkt mit SEO zu tun, aber ich glaube, wie gesagt, das geht ja quasi um unser Ökosystem und ich glaube, das ist wirklich für jeden relevant und interessant. Also von dem her hier die Empfehlung nochmal, sich die State of the German Internet 2022 Keynote hier vom Philipp Westermeier anzuschauen. Genau. Und auch bei uns im Ride Magazine gibt es was Neues. Auch da ganz kurzer Shoutout an unsere Autoren Michael Hammer und Tobias Gabel. Genau, hier externe entsprechend, die einen Artikel bei uns geschrieben haben, auch als Hersteller organischen Google-Traffic generieren, also wie ich gerade als Produkthersteller hier quasi Organic Traffic generieren kann, auch ein bisschen längerer Artikel. Genau, empfehle ich jetzt nicht nur, weil er bei uns im Ride Magazin ist, sondern auch wieder von coolen Gastautoren bei uns eingestellt. Wie gesagt, dann natürlich gern der Shoutout und auch wirklich ein sehr, sehr guter Artikel. Lest euch das gerne mal durch. Also vielen Dank, Michael und Tobias, für den klasse Artikel.
Dann, oh, sensationell, jetzt wird es lustig. Der André Goldmann, heute Morgen, hat hier das auf Twitter, wie gesagt, da machen wir einmal morgen, so mache ich immer mal Twitter auf und war wirklich auch das allererste, weil auch, genau, ich auch der Johann hat direkt drauf geantwortet, genau wie der Ralf oder auch der Stefan hier. Deswegen wurde es direkt wahrscheinlich on top of my timeline gespült und es ist sensationell. Sie finden sich bei der SEO-Version, sie hat eine Reihe von Design- und Funktionalität-Einschränkungen. Beste Mobilpage der Woche. Naja, also man kann das gar nicht, ne, so sieht diese Seite aus und es steht da wirklich drauf. Sie befinden sich bei der SEO-Version von Alco, Garden und Wassertechnik 2018. Sie hat eine Reihe von Design- und Funktionseinschränkungen. Es wird empfohlen, die Basic-HTML-Version anzusehen, Adobe Flash Player zu installieren. Bitte was? Wer empfiehlt denn noch Adobe Flash Player zu installieren? Ja? Und auch alles, also diese ganze Seite, ne, Page 125, hier, also Power by Flip, what the hell, ja, was ist denn das? Und dann habe ich immer, also das ist ja totale Banane, aber noch schlimmer wird's, wenn man mal danach googelt, weil ich google jetzt einfach mal danach und da werden wir nämlich sehen, das ist nicht nur bei dieser so, sondern auch geil, Security World. Ja, Security World. Aha, Katalog. Aha, Kartendrucker, Software und Besuchermanagement, Katalog, Ausgabe 4, Page, Kartendrucker. Aha, da ist es. Achtung, Sie befinden sich bei der SEO-Version von Kartendrucker, Software und Besuchermanagement, Katalog, Ausgabe 4. Ja. Also, what the hell? Ja, was ist denn das? Ja, ich habe so viele Fragen. Ich verstehe gar nicht. Ja, was? Gehen wir jetzt mal eins zurück. Bis dann also, auf jeden Fall ist das wie so Kataloge. Also, die tun hier Kataloge zu HTML-Seiten umbasteln. Und wie gesagt, sie sind dann nicht die einzigen. Also es gibt ja unglaublich viele Broschüren, die quasi hier so digitalisiert werden mit vermeintlichem SEO-Impact. Ja? Und es ist natürlich totaler Schmarrn. Ja? Entschuldigung. Also ich meine wirklich, also das ist so, why? Ja? Also, warum? Ja, also gut, ich wollte es, aber es bringt ja nichts. Also, ne, also es ist so, was, what? Ja, also sensationeller Feind. Genau, war mir bislang auch noch nie, hatte ich noch nie gesehen. Sowas. Ja, also es ist alles, ja, also total krass. Also ich habe so viele Fragen. Ja, genau. Hat jemand von euch diese Software im Einsatz? Bitte lasst uns eure Erfahrung, bitte teilt euch uns eure Erfahrungen mit. Tobias und Michael, zwei ehemalige Kollegen von mir, by the way. Armin, guck mal an. Na, der Armin halt auch wieder, auch so ein Nukleus. Genau, sensationell. Und aber also das ist also wirklich ein so geiles Fundstück, weil es auch so schlimm aussieht. Und ich meine, es ist immer noch 2018, also es ist auch noch fairly recent, würde ich mal sagen. Also es ist ja nicht so irgendwie so ein Artefakt irgendwie aus 2001 oder so, ne? Sondern ja, also das ist sogar relativ current. Was ist jetzt eigentlich, ist da jetzt eigentlich Flipbook, die, wenn man das interessiert mich jetzt wirklich, wer ist denn das jetzt eigentlich dahinter? Steht da immer Flipbook drunter? Ah, der ist nicht found. Oh, der hat es gleich gelöscht. Ich meine, löschen wir es lieber mal. Auch eine Preisliste. Ach, was bringt das? Was bringt das? Aber nee, ich sehe hier nur. Vor allen Dingen, Achtung, Sie befinden sich auf einer SEO-Seite. Ja, auch hier immer SEO-Version. SEO-Version. Achtung. Ja, SEO-Version. Gibt es eine Nicht-SEO-Version? Ja, I don't know. Ich frage mich nur, kann ich hier irgendwie. Also, wie. Wie heißt die Software, die das macht? Ja, also, I don't get it. Ja, also sensationeller Feind, genau, fand ich sehr lustig, habe ich gemeint, muss ich euch unbedingt mal zeigen. Der Jakob, da gab es doch mal Ende 90er eine Erweiterung für Quark Express. Könnte es das sein? Keine Ahnung. Könnte sicherlich sein. Also, ne, das ist irgendwie so ein Quark Express, also das ist ja so ein Layout-Publishing-Programm, ne, dass ich so bringe das optimiert als HTML-Version dann nochmal raus. Aber nochmal, ich meine, hier am Ende des Tages wird ja keine HTML-Version generiert, sondern es wird ja ein HTML-Konstrukt, wo dann diese eine Seite quasi da drauf geklatscht wird. Also bringt es mir aber auch gar nicht diese ganzen Contents, weil die sind ja dann nicht lesbarer oder so, also für die Maschine, ne, sondern ich habe ja nur ein Konstrukt drumherum, um diese Seite anzuzeigen. Also sozusagen der SEO-Value erschließt sich mir da nicht wirklich, aber das könnte in der Tat so sein, ne? Also dass es irgend so eine Publishing-Software ist, ne? Die dann irgendwie so SEO-optimiert irgendwie die das auch rauslassen kann. Hast du gerade SEO-optimiert gesagt? Genau, habe ich gesagt, weil es so lächerlich ist. genau, ja, meine ich ja, genau sowas würde sicherlich in so einer Software stehen, also dass es halt SEO-optimiert ist. Genau, also grandioser Feind hier vom André Goldmann, vielen Dank dafür.
Und wie gesagt, direkt gut gecatcht hier vom Johann, Ralf und dem Stefan. Genau, was haben wir noch? Oh, sensationell. Das finde ich auch richtig krass. Ist mir nämlich auch nicht aufgefallen. In den letzten 45 Tagen, also wir wissen ja gerade, Product Reviews ist all the rave, ja. Also nicht nur, dass da viele Updates passieren, sondern generell, da wird Geld verdient, ne? Und ja, und gerade natürlich, wenn ich da was reißen will, mache ich das am besten, wenn ich da schon ein bisschen Authority habe und schau an. Beide, Merriam-Webster und Britannica, haben jetzt ein Affiliate Reviews Hub gelauncht. Ich zeige euch mal diese beiden Seiten hier. Ne? Also wie gesagt, das ist Merriam-Webster, kennt ihr ja mal. Rankt immer, wenn ihr nach irgendwie einer Wortdescription entsprechend halt sucht, also Wörterbuch. Ne? Kennen wir alle. Und jetzt, wie gesagt, gibt es da eine Reviews-Section. Ne? Best Jewelry Making Kits You Really Take a Shine to. Revelrous Board Games for Word Lovers. Also, by the way, super geschrieben. Ne? Also auch für eine Dictionary-Seite sogar Revelrous. Ja? Also, Wahnsinn, muss man gleich wieder mal googeln. Quasi. Also Merriam-Webster auch selber benutzen. Best Paint-by-Number-Kits for Adults. Warum? Best Sushi-Making-Kits for Beginners. Ne? Also wirklich ganz typischer, ja, Affiliate Rivet, by now. Ne? Aber doch relativ gut gemacht, würde ich mal sagen, auch so mit Pros und Cons, also auch abwägen, ne? Also auch wie man das heutzutage halt auch machen muss. Aber das Krasse ist natürlich hier, die kommen natürlich mit Mods Authority hier ins Spiel. Wir können mal ganz kurz mal SEMrush bemühen. Gehen wir mal live in SEMrush rein. Schauen uns das mal an. Domain. Und jetzt müsste man hier auf nee, nicht Subdomain, Subfolder, Entschuldigung. Zack. Guckt euch das an. Woom, ne? Also wie gesagt, gerade gestartet. Und ja, also von 0 auf 100, würde ich mal sagen. Anti-Snoring Device zum Beispiel halt hier. Ne? Electric Toothbrush for Elderly. Oh, geil. Best Snoring Device. Best Oximeter Reviews. Best Interior Paint. Cool Fidget Spinner. Best Rolling Backpack. Ne? Cool Also. Fidget Spinner. Wir können mal so einen SERP-Snapshot uns angucken. Ne? Also man sieht, ne, sie schießen direkt rein für alle möglichen Product Review Keywords. Come on. Letzte Woche hat es schon nicht funktioniert. Ne? Also die SEMrush-Snapshots, die SERP-Snapshots. Oh, jetzt geht er wieder. So hier, Anti-Snoring Device. Best Anti-Snoring Devices for a Better Night's Sleep. By the way, aber hier, das ist ja komisch. 19.10.2021. Warum ist das jetzt? Ist doch relativ neu. Warum ist dann. Guck mal hoch, ob da irgendwas draufsteht, da Publishing Date oder sowas. Weil hier steht ja auch Oktober 2021. Stimmt, ja. Aber warum wurde der einfach schon gepublished? Aber es ist ja wirklich neu reingekommen oder war der irgendwo anders? Warte mal, okay. Mal ganz kurz rausfinden. Entschuldigung. Brauchen wir mal den richtigen. So, hier ist er. Und jetzt nehmen wir archive.org. Wie gesagt, es sieht ja eher aus, als wäre diese Review-Section neu. Warum ist dann jetzt hier so ein Artikel von Oktober Jakob 2021? erklärt mir übrigens, Fidget Spinner sind seit 2019 out. Sind seit 2019 out, würde man denken, ja. Mein Sohn hat gerade wieder einen neuen bekommen, das ist totaler Fan. Also wie gesagt, Fidget Spinner. Kann man ja auch so Tricks damit machen, oder? Ja, kann man schon. Also ich. Sonst eigentlich auch. Also wir sind sowieso recht antizyklisch bezüglich Trends, würde ich mal sagen. The trend is Also leider trend. kriege ich hier jetzt kein neues, aber es muss auch schon in diesem Slash Reviews gewesen sein. Gucken wir mal, ob wir für Slash Reviews was kriegen. Ne, das ist erst. Ah, guck hier, da wurde es. Ja, vielleicht war es ja vielleicht auch schon auf einem neuen Verzeichnis irgendwie online. Ja, aber ja, oder genau, vielleicht gab es das schon mal irgendwo in anderer Form. Wie auch immer. Also auf jeden Fall ist es aber neu. Ja. Genau, ist auf jeden Fall neu und genau, und Merriam-Webster gibt da richtig Gas. Und nicht nur die, sondern auch Britannica, Encyclopedia Britannica Reviews, ja. How to make the perfect cup of espresso. The best house plans for plant killers. How you can save time with pressure cookers. Choosing the best window AC unit for your space. Ja, also richtig, genau, auch ganz typischer Affiliate Review Content, auch relativ gleich, ne, muss man mal sagen. Also ist auch die Frage, hat das hier wirklich vielleicht dieselbe Firma? Wurde das vielleicht untervermietet? Das ist ja auch ein Trend, der bei uns, ne, kennen wir ja auch irgendwie,
was es ja auch bei uns gibt. Da würde mich natürlich interessieren, wow, ja, also wer hat das sozusagen, wer hat sich das da geholt? Bei uns ist es ja auch eher mit Subdomains, was sich auch immer mehr Sinn macht, als jemand auf meine Root-Domain zu lassen. Aber vor allem, wenn das wirklich extern ist, ne, was hat die Person dafür bezahlt? Ne? Also sie hat auf jeden Fall sehr viele dieser Reviews geschrieben, diese Lulu Chang. Jetzt war die Frage, ob sie auch woanders geschrieben hat. Aber gut, gehen wir einfach mal davon aus, dass sie das selber machen und vielleicht einfach denselben Berater da entsprechend halt auch hatten. Ne? Und beziehungsweise gucken wir uns mal an, wie das in SEMrush aussieht. Oder ist halt wirklich einfach nur Zufall. Oder ist einfach nur Zufall, ja. Dann haben sie von gegenseitig voneinander irgendwie kopiert. Oh, nee. Nochmal. Also noch ein bisschen sozusagen einen Monat später vielleicht gelauncht. Also wenn, dann hat wahrscheinlich hier Britannica plagiiert. Aber gibt deutlich mehr Gas. Ne? Ging deutlich stärker direkt nach oben. Ist ein bisschen stärkerer Brand, würde ich auch mal sagen, zu einem gewissen Teil. Sock Monkey, Milk Maker, Airplane Reviews, Best Coffee Grinder. Ne? Aber noch nicht so ganz in der Top 10 angekommen. Da wären natürlich die echten Daten interessanter. Best Modern Air Conditioner. Also, wie gesagt, es fängt an zu laufen. Da ist dieser eine Artikel. Aber wie gesagt, sehr interessanter Trend. Ne? Also, dass gerade diese High Authority Domains ja jetzt beide solche Affiliate Review Hubs hier rauslaunchen. Genau. Also von dem her sicherlich auch etwas, was wir vielleicht auch noch in Deutschland sehen. Also welche Top-Authority-Domain hat sowas noch nicht? Ja? Oder beziehungsweise kann ich mir vielleicht sozusagen Unterschlupf erkaufen auf einer High-Authority-Domain auch in Deutschland, um so ein Affiliate-Review-Hub daraus zu launchen. Ne? Oder man denkt doch mal weiter, so ein Test.de, ne? Stiftung Warentest, macht jetzt parallel zu ihrem Stiftung Warentest sozusagen nochmal ein Review, also so ein Affiliate-Hub oder was weiß ich auch immer. Ne? Genau, also wie gesagt, ist sicherlich kein ganz großer Zufall und ich bin mal gespannt, wie gesagt, erstmal, wie das mit den beiden weitergeht. Also die werde ich jetzt natürlich ganz, ganz, ganz eng im Auge behalten, ja, sozusagen, wie sich diese Seiten entwickeln und auch vor allem durch die weiteren Produkt-Review-Updates hinweg und, ja, genau, was auch vielleicht in Deutschland noch dazu kommt. Also wirklich sehr, sehr spannender Trend, den es einfach total verpasst hat. Das habe ich nicht gesehen, ist mir nicht aufgefallen, dass die hier beide jetzt genau sowas gelauncht haben. Alright, aber nicht nur die beiden haben was gelauncht, sondern auch Google. Und zwar was ganz anderes, und zwar Interview Warm-Up. Ne, findet ihr unter Grow Google. Grow.google, bei der auch, ne? Also geile Level-Domain. Genau, Interview Warm-Up. It's a quick way to prepare for your next interview. Also in verschiedenen Bereichen. Ja, practice key questions, get insights about your answers and get more comfortable interviewing. Genau, also es ist wirklich krass. Also du kannst hier Fragen und Antworten sozusagen trainieren, ja. Und genau, also auch, wie man vielleicht die Antwort auch besser formulieren könnte, was man da vielleicht anders machen könnte, Job-related Terms, die man mit erwähnen sollte. Ist so geil, ja. Genau, also richtig coole Insights über die Answers. Kann man hier eigentlich anfangen? Start practicing. What fields do you want to practice for? Was will ich denn practicen? E-Commerce. Answer 5, Interview Question, Start. Activate Mic. Aha, ne, keep inactive. Hi, let's practice an interview for e-commerce. Nice. What do you enjoy about marketing analytics? What do I enjoy über... Ach, und das musst du jetzt quasi einsprechen eigentlich, oder ist ja gerade die... Type your answer. Also, mal sehen, was zu sagen. I enjoy the wealth of data to make really informed decisions. So. Yay. Wrong. Wrong. So, was habe ich jetzt? Ah, these terms are relevant to e-commerce. Aha. Ach so, auch.
lustig. Highly attempts to see its definition. Also ich glaube, wenn ich ein Wort benutze, dann soll ich auch die Definition kennen. Most used words und talking points. Ah, okay. Also ich sollte vielleicht noch experience. I have 10 years of experience in data marketing analytics. Aber ich verstehe jetzt nicht so ganz. Also see examples. Ah, das ist gut. Wenn talking about lessons learned, consider mentioning what you've learned from past experience, how feedback has inspired personal growth, how you learn best. Das sind eigentlich gute Tipps. Experience. Okay, wie gesagt, ich verstehe jetzt nicht so ganz, wie sie jetzt, vielleicht sollte ich doch mal eine bessere Antwort hier entsprechend geben. Aber ja, probiert es doch mal selber aus. Also wie gesagt, hier Warm-up, Interview-Warm-up von Google. Ja, wirklich... Ach, guck, auch hier, das ist ja auch lustig, ne? Kann ich jetzt auch hier andere Worte. Das ist echt gut. Okay, also wie gesagt, schaut es euch selber mal an, wie gesagt, und probiert es doch mal aus. Also genau, wie ihr seht, ich habe es auch jetzt gerade zum ersten Mal ausprobiert. Also, mein erster Gedanke war gerade, vielleicht ist es ja auch ein spannendes Thema für so Keyword-Recherche oder sowas, um herauszufinden, so wo könnte man denn eigentlich, wenn man jetzt für Job-Application so und so irgendwie ranken möchte, ja. Da irgendwie nochmal die Begriffe rausfinden. Ja, so ein Mini-AI-Content-Writer, ja. Den ich da quasi hier von Google bekomme. Mhm. Ne? Genau, mit diesem ganz klaren Use-Case. Aber generell auch spannend, dass Google das halt auch macht. Ne? Also, und ist da vielleicht auch wieder gerade die Verknüpfung einer Person, die dann für ein Interview trainiert, für eine Job-Role, mhm. die ich definiere, ist das ja wieder auch ein sehr interessanter Insight, den ich vielleicht mit dieser Person wieder connecten kann. Ne? Mhm. Also, aber... Ja, also keine Ahnung, was genau dahinter steckt. Der Florian Elvis war jetzt. Servus Florian, cool, dass du mit dabei bist. Dinge, die die Welt nicht braucht. Mehr Publisher Review Affiliate Hubs. Ja, definitiv. Aber noch das Thema davor. Aber wie gesagt, wenn ich Britannica bin, ja, oder Merriam-Webster, dann finde ich das eine sensationell coole Idee, genau in das Thema da reinzuspringen und meine Authority, meine Muskeln da spielen zu lassen, ne, um da noch ein bisschen Affiliate Revenue da entsprechend abzugreifen. Also genau, also aus deren Perspektive finde ich das gut, ne? Aber jetzt, wie gesagt, neue Domain, affiliate-reviews-24.biz, ja, genau, also sowas braucht die Welt dann doch nicht mehr. Aber was die Welt auf jeden Fall braucht, sind gute Reviews und ich glaube, wenn man sich dann auch an das hält, was halt Google jetzt da heutzutage fordert, genau, also kann man sagen, ja, also dann hat es ja auch einen gewissen Value. Genau, dann haben wir noch Experimente hier von SearchPilot. What's better for SEO, unique or templated content? Wahrscheinlich unique content, würde ich mal sagen. Ne? Hatten natürlich auch hier die meisten Leute so geantwortet, als sie auf Twitter gefragt wurden. No detectable impact, genau, das sind dann die Leute, die dann sagen, ja, man kann alles mit AI heute schreiben und Template brauchen wir alles gar nicht. Unique Content ist nicht notwendig, lalala. Und wie gesagt, so sah das vorher und jetzt wurde halt wirklich Unique Content hier in dieser Varianzgruppe entsprechend halt extra dafür geschrieben. Yay, genauso wie es eigentlich sein soll. Und schau an, ne, der Traffic geht quasi nach oben, almost 40% Uplift. Also sogar, it was statistically significant at the 90% level. Also es ist höchstwahrscheinlich, dass wirklich Unique Content hier, ja, ein Value hat, ja. Und wie man das halt entsprechend erwarten würde. Warum ist jetzt natürlich auch wieder schwer, weil wir kennen jetzt auch nicht wieder das konkrete Beispiel. Ist ja immer ein bisschen und sehr tricky Templated hier. Content bedeutet, es gibt ein fest definiertes Layout und dann individueller Inhalt. Genau, oder? Also das ist sowas Typisches, dass du... Here, an example would be seeing a block of content on how to knit page and then seeing similar content after navigating to a how to crochet page. How to crochet, what is crochet? Häkeln, ah, wie man crochet, ja. Häkeln. Also wie man knit ist ja, stricken und crochet, häkeln. Was ist denn der Unterschied zwischen stricken und häkeln? Die Technik. Häkeln ist eher für Kinder, ne? Nee, ist einfach die Technik. Du hast halt einmal beim einen brauchst du zwei Nadeln, beim anderen eine. Ach, krass. Ich habe früher auch gestrickt, ja. Ich habe mir mal selber einen Schal gestrickt, genau. Aber ich war nicht besonders gut, also von dem habe ich dann aufgehört. Zum Glück, ich habe dich auch noch nie gesehen. Dass du ja. Aber cool, ich habe früher gehäkelt. Gehäkelt oder gestrickt? Nee, gestrickt, genau. Also ich habe hier
früher wirklich hier gestrickt. Was ist dein Tipp Nummer eins, um es zu erlernen? Wie gesagt, schon lange her, schon lange her. Also wie gesagt, ich kann nicht mehr stricken. Genau, ich könnte vielleicht gerade noch einen Review schreiben, so how to knit, aber das war es dann auch schon. Immer eins Ding, eine fallen lassen. Na egal. Also, eins links, eins rechts, eine fallen lassen. Aber ich finde halt, aber teilweise ist ja so eine Struktur, hilft mir ja auch schon auf den Seiten auch schnell den Inhalt zu identifizieren, als wenn es jedes Mal irgendwie ein individuelles Layer ist. Ja, ich verstehe jetzt auch nicht ganz, deswegen wie das hier mit diesem Block of Content. Ich dachte, es ist so eine typische, also Templated Content quasi, sowas wie Werbeagentur München, Werbeagentur Augsburg, Werbeagentur Stuttgart, Werbeagentur Dortmund, sowas. Ja. Und dann ist das immer der gleiche Templated Content. Dann ist es ja quasi so ein SEO-Content, der ja eigentlich keinen Added Value hat. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Autos sehe und wenn ich mir dann anschaue, ist das halt quasi irgendein Automobilmarktplatz bietet dir jetzt jedes Mal eine neue Seite an und der Inhalt ist neu strukturiert und ich muss mir den neu aussuchen und schauen, ach guck mal, hier schreiben sie jetzt über die Quadratmetergröße, ja. Dann finde ich eigentlich so eine gute Übersicht mit ein paar Stichpunkten eigentlich doch eher zielführend. Ja gut, ich lese mir das gerade durch, ich verstehe es auch wirklich gar nicht, wie der Case hier ist. One thing in common with many websites, especially larger websites with many similar pages, is that they implement at least some content based on a template rather than writing unique content for every page. Ich verstehe jetzt gar nicht, wo sollte jetzt dann auch How-to-Knit nochmal auf einer anderen Seite vorkommen? Ne? Also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja, das ist halt immer manchmal ein bisschen doof mit diesen Search Pilot Examples. Ne? Das sozusagen, es liest sich cool und man hat, denkt auch, man hat ja einen Insight daraus gezogen, aber in Wirklichkeit, wie ist das konkrete Beispiel? Weil ich verstehe jetzt ja, auch wirklich nicht, was hier. Aber auf jeden Fall ganz kurz, was mit Unique Content, warum natürlich auch hier sozusagen Traffic Uplift und dergleichen passieren kann. Allein wenn ich Unique Content habe, habe ich ja auch wieder die Möglichkeit für diese Keywords oder was auch immer ich da. Über was ich da schreibe, für das auch wieder zu ranken. Also ich kriege ja wieder auch additional Keywords, also so könnte es auch einfach so entstanden sein, durch dieses Mehr an Content, durch diesen uniken Content, den es vorher eben noch nicht gab, ich auch für neue Keywords entsprechend halt gerankt habe oder angefangen habe zu ranken und dadurch sozusagen dieser Uplift entsteht. Aber wie gesagt, ohne konkretes Beispiel kann man es schlecht sagen. Der Hans sagt, verstehe ich nicht, man kann auch Unique Content in einheitlichen Templates veröffentlichen, um es skalierbar zu machen. Was ist Templated Content? Genau, was genau, ist Templated Content? Das ist halt auch gerade die Frage. Genau, und das ist genau, was ich jetzt selber nicht verstehe, weil, genau, aber also, hey, also allein das, an example would be seeing a block of content in a how-to-knit page and then seeing similar content after navigating to how-to-crochet page. Das verstehe ich jetzt nicht, also, ne, also ist jetzt, hä? Also, genau, also, sorry, schlechter Case, aber scheiß einfach auf den Case. What's better for SEO? Unique Content. Ich glaube, darauf können wir uns alle einfach einigen. Wenn ich das Template aber dann trotzdem sozusagen innerhalb des Templates uniken Content verwende, alles gut, what's not to like. Also genau, nicht heiliger als heilig sein, muss man nicht. SEMrush hat auch ein Experiment gemacht. Wie gesagt, die machen ja sehr ähnliche Experimente. SEO Splitter's Result will removing many H1s improves clicks to page. Warum? Frage ich mich nur, ja, also warum, also was ist sozusagen so das Szenario, wo ich denke, wenn ich habe also mehrere H1 hier scheinbar auf der Seite, wenn ich das rausnehme, würde ich dann mehr Klicks bekommen. Also ich weiß jetzt nicht, warum das der Fall sein sollte, aber egal. Leute sagen positiv. Ja, for an article on a content aggregation website that has all H1 tags instead of H2s, H3s, etc. as headings, would converting all but the first H1 to span positively or negatively impact the clicks on the page. Okay, also sie haben jetzt keine unter Überschriften, die sie jetzt hier nutzen, sondern eben nur H1-Tags und jetzt sagen sie, okay, wir lassen nur das erste H1-Tag stehen und alle anderen machen wir zum Span, mhm. Ne, und definieren dann halt im CSS, wie das halt aussehen soll, sozusagen so eine Art Zwischenüberschrift. So, und positive, negative, da sind sich die Leute nicht einig, ja, weil einfach auch diese Frage überhaupt schon gar keinen Sinn macht. Just saying. Aber egal. Genau, the case study, la la la, the hypothesis, we hypothesized that by leaving the top H1 heading in place and converting the others to span text, we would see an improvement in clicks by eliminating confusion as to which heading was the preferred heading. It seems straightforward, what do you think the result will be? Also ist das dann ein Problem, dass sich sozusagen der Title wird überschrieben mit dem H1-Tag, dadurch, dass ich dann mehrere H1-Tags habe, habe ich unterschiedliche. Hier ist immer nur ein H1-Tag und jetzt sagt man, hey, jetzt probieren wir mal wirklich aus. Ich verstehe gar nicht, was das soll. So, by eliminating confusion as to which heading was the preferred heading. Also warum sollte das jetzt einen Einfluss auf die Klicks haben? Okay, whatever. Also sie haben einen Test gemacht und 21 we observed statistically significant negative result for the page with the converted H1 headings. By the way, it's still da-da-da.
Google has gotten pretty good at it over the years, like ignoring the edge is one thing. Ignoring the extra edge. Wo haben sie sie ignored? Hä? Removing the H1, converting them to an inline element like semantic, remove the priority given to them by hidden element byte applied incorrectly and result in loss of relevance, thus heading to the overall topical authority of the... Oh Gott! Oh, okay, also hier wird viel zu viel reingelesen in ein relativ simples, komisches Experiment. Lesen wir lieber mal, was der Olaf zu sagen hat, weil der hat schon mal gerade viel zu sagen. Etwas zu spät. Ah, okay, gut, das wollen wir natürlich. Meine Story mit Bill. Niemand sonst hat mich in der SEO-Welt so inspiriert wie Bill Slarsky. Hört euch an. Er hat mich mit seinen Beiträgen zu seinem SEO-Blog, SEO by the Sea, motiviert, mich mit Google-Patenten auseinanderzusetzen. Genau, wie ich es vorher gedacht habe, dass der Olaf sich sicherlich von ihm inspirieren hat lassen. Und war lange Zeit die einzige Quelle für semantisches SEO für mich. Ich hatte die Ehre und die Erlaubnis von ihm, einige seiner Beiträge auf Deutsch in meinem Blog zu veröffentlichen. Und er hat mich in letzter Zeit bei meinen ersten Schritten in der internationalen SEO-Community sehr unterstützt, wie wir das, by the way, auch gemacht haben. Deswegen. Aber das hatte Bill natürlich enorm. Ich kenne ja auch die Tweets. Ich habe im März mit ihm gesprochen und er hat mir geschrieben, dass er weitere Veröffentlichungen im Sinn hat. Er war ein Pionier in der Branche und wollte inspirieren und helfen. Ruhe in Frieden. Genau. True that. Also vielen lieben Dank, lieber Olaf, dass du hier deine Erfahrungen zum Bill auch geteilt hast. Genau, und wirklich unglaublich traurig. Ja, sorry, das tut so eine ganze Wolke auf die heutige Show da entsprechend auch, aber da müssen wir halt auch mal durch. So ist es halt auch, weil, genau, man kann es einfach nicht ausdrücken, wie wichtig er eigentlich in dieser Branche war und wie viel er für diese Branche geleistet hat. Also, jetzt sind wir wieder da, wir kommen. 5 Minuten haben wir noch. Ein neues Keyword, was ich gehört habe. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht irgendwie, dass das jetzt irgendwie cool oder legit oder sonst irgendwas ist. Das hatte ich hier gefunden. Freshness Distance. Also sozusagen ein neues Buzzword innerhalb von unserer Community. Ross Hudgens, kennen ja vielleicht auch einige von euch, coined the phrase Freshness Distance and the concept makes a lot of sense. Can you read the full post here? Das muss ich jetzt können. Ach so, hier 2018, das habe ich schon mal gehört. Es geht jetzt gar nicht mal darum, ist es jetzt cool oder nicht, aber das Lustige ist, was ist das überhaupt? Und ne, ihr kennt das so, dass ihr googelt irgendwas, wie in dem Fall hier zum Beispiel Best Headphones, ne, und da hat man sowas wie 6 Days Ago oder auch andere Zahlen, also Daten hier quasi in den Suchergebnissen. Ne, und diese Berechnung ist jetzt, also dass ich hergehe und sage, wann war der erste, also quasi der auf der in der Top 10, also der erste Artikel, sagen wir mal 2021, Oktober 2021 und der letzte quasi 6 Days Ago, ne, und das ist dann diese Freshness Distance, ne, für dieses Keyword, und da gibt es auch den Prozess, ne, also du holst dir alle Questions for the top 100.000 blocks on your site, also für Artikel, ne, und dann quasi das Search Volume rausfinden und dann all high CPC record the dates for the Freshness Distance, ne, und dann kann ich sagen, eine Priorisierung machen, also welche Artikel fasse ich bei mir jetzt als erstes an, eben die, wo die Freshness Distance einfach sehr gering ist, also wo ich etwas halt besonders Aktuelles halt brauche. Also ich finde, die Idee ist nett, ne, ist halt auch wieder so ein Phrase, kann man auch sagen, hey, ich habe hier so ein Phrase erfunden, ne, Freshness Distance. Ich glaube, ist nicht wirklich praktikabel, ne, also habe ich jetzt, also, und vor allem sozusagen, ich glaube auch Large Scale, ich glaube sozusagen, das ist doch typische SEO-Arbeit halt auch, ich suche irgendwas, ein Keyword, was mir wichtig ist, ne, und sehe dann, oh wow, da sind überall ein Datum mit drin und das ist alles fairly recent, okay, also hier kann ich jetzt nicht mit der Knife to a Gunfight kommen, ne, also mit einem alten Artikel, sondern ich brauche hier auch wirklich etwas Neues, die Leute verlangen auch neue Informationen eben zu diesem Thema, ne, aber wie gesagt, so ein ganzer Prozess da draußen auf der Basis von der KPI, das, ja, also ist nett, deswegen wollte ich es euch auch kurz, wie auch reinstellen, sozusagen in die tägliche Dosis SEO, deswegen ist die tägliche Dosis SEO da, aber wie gesagt, ich glaube jetzt im Large Scale nicht zwangsläufig super praktikabel. Was wolltest du sagen? Achso, nee, ich hätte mir jetzt auch gedacht gehabt, eigentlich, wahrscheinlich gibt es ein paar Sachen, die schneller und effizienter wirken, als jetzt irgendwie da die ganzen Freshness. Ja, also vor allem, also am Ende des Tages, manuelle Arbeit ist ja immer noch das Allerwichtigste beim SEO. Die SERPs verstehen, ne? Und das geht wieder so in die Richtung, ne, Automatic, Bulk, ganz viel, 1000 Artikel und dann automatisch da irgendwie diese Insights. Ich glaube, es ist ja gerade heutzutage wichtig, sich eben mit den SERPs auseinanderzusetzen.
Ne? Und in der Folge sehe ich ja auch, wie gesagt, dann genau sowas, dass das dann einen direkten Wert haben muss, glaube ich nicht. Ja. Also wie gesagt, der Wert ist dann, glaube ich, halt auch egal, aber es sind ganz viele, es ist wirklich jedes einzelne Resultat ein Datum, das fairly recent ist, okay, ganz klar. Ne? Und auf der anderen Seite, mei, da ringen auch uralte Sachen, ne? Ist auch wieder eine Message, aber die Distanz sozusagen ist dann eigentlich relativ egal, glaube ich. Da wäre es wahrscheinlich schneller auch selber mal zu schauen, wie viele Ergebnisse hatten wir denn eigentlich noch mit Best 2019, 2018 genau. Und sonst irgendwas. Genau. Da sehen wir so häufig Fälle. Ja. Ich war ja auch letztens ja auch irgendwie Best 2020 und dann stand auch irgendwie der Artikel wurde, nee, in den Title-Tag stand irgendwie 2022 und der Artikel wurde aber das letzte Mal offiziell irgendwie 2018. Geupdatet 2020. Auch, ja. Geiler Trick übrigens, ja, hat natürlich nicht funktioniert. Genau, eine Minute haben wir noch. Was habe ich noch hier? What is Linkbait? Genau, weiß natürlich jeder von euch. Ich zeige, also gar nicht das, diesen Artikel hier, sondern einfach diese netten, die Examples sind einfach ganz gut. Ich glaube, die Examples könnt ihr euch gerne mal angucken. Kennen sicherlich auch einige von euch schon, ne? Auch hier eine tolle Infographic über Infographics, ne, das ist richtig Meta. Ja. Aber so muss man das halt auch machen, nicht so dieses typische, wie wir damals auch noch mit Infografiken rausgeballert haben, ne, sondern wenn dann interactive, richtig, richtig cool. Ne, also auch, wie gesagt, das macht ja richtig Spaß, sich das anzugucken, da passiert was. Ne, also toll hier, ne, das ist richtig, richtig geil gemacht, nicht einfach nur so simple Graphics, sondern richtig, richtig cool gemacht. Ne, und dementsprechend funktioniert das natürlich auch richtig gut. Genau, ob ich deswegen irgendwie besser ranke, ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall ist es ein sehr, sehr guter Linkbait. Meinen besten Linkbait kennt ihr ja, die WC-Weltreise, ich glaube, das muss ich nicht nochmal erzählen, ja. 2005, 2006, genau, absolut mein legendärstes Content-Marketing-Piece, genau, 3.500 Links, Startseite der Sunco UK, das war natürlich sensationell. Inception Explained, sehr lustig, How a Car Engine Works, auch sowas, ne, das ist natürlich schon wieder auch SEO-Content, auch, ne, How a Car Engine Works, damit kann man natürlich auch wieder richtig ranken und guckt jetzt mal an, ne? Also das hat richtig geil gemacht, ne? Also richtig geile Infografik, die das auch richtig gut erklärt, wie das funktioniert. Ne? Sensation. Also richtig cool. Und deswegen, wie gesagt, hier der Shoutout zu diesem Artikel. Guckt euch das mal an. Genau, dieser Investment Calculator ist auch noch sehr, sehr gut. Generell Calculator haben wir auch gerade ja bei NerdWallet ja gesehen, ne? Die da extrem davon profitieren. Ne? Richtig, richtig gut gemacht hier. Und genau, auch das hier, das waren ja auch 35 Best Countries to Raise a Family in 2020. Wo ist Deutschland? Punkt Nummer 7. Nummer 7 sind wir, yay. Ja, nicht schlecht. Muss nach Island ziehen. Genau, just saying. Bitte tu es nicht. Bleib hier nicht. heute ist sowieso so eine melancholische Sendung, da bin ich melancholisch. Genau, was haben wir noch? Genau, die Sendung ist schon rum, aber ganz kurz noch 6 JavaScript-Optimization-Tipps from Google. Genau, müssen wir jetzt gar nicht durchgehen. Google gibt gute Tipps. Wer JavaScript auf der Seite hat, nicht sollte das sich das von mal Adam Gent. War das das? Es hört sich so für mich so ein bisschen an. Ich habe es auch nicht ganz Oh, stimmt, du hast recht, da steht es oben. Hier. Ja. In a new video from Google, Developer Advocate Alan Kent shares 6 ways to optimize. Okay, also ihr könnt euch auch das Video angucken. Danke, geil. Wusste ich nicht. Sensationell. Heutige Serviceleistung. Geil. Panic Buying is the new Backlink. Das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Da wird jetzt auch wieder viel miteinander vermischt, aber das Lustige ist, es gibt ja gerade diese Baby-Formula-Shortage in Amerika, also da gab es ja so einen Plant, das musste, also generell, es gibt nur 4 große, glaube ich, in Amerika und da muss, glaube ich, einer zugemacht werden, weil es da eine Verunreinigung gab, entsprechend, und jetzt haben sie ein großes Problem, in Amerika Baby-Formula zu bekommen, und er hat hier, was ich sehr interessant finde, nämlich wieder gezeigt, dass CTR einen Impact hat, dass man auf die Top, in die Top 10 oder beziehungsweise da auch ganz nach oben schießt. Und in dem Fall war das nämlich so, dass sie die einzige Seite waren, die noch in Stock hatten. Und natürlich, die ganzen sind out of stock. Die Leute klicken nicht auf die Out-of-Stock-Results, sondern nur da, wo es in Stock ist und zack, geht es nach oben. Also das ist so für mich jetzt nicht irgendwie CTR, Influences Ranking, so typical Top-10-Test-Experiment, wie ich das kenne und liebe, ne, sondern einfach, mein Gott, jemand anders hat es halt nicht und derjenige, der es hat, wird halt angeklickt. Ne? Also genau, aber nichtsdestotrotz gute Ding und sehr Clickbait, die Headline natürlich. Panic Buying ist eine new Backlink. Genau. Google Don't Get Hung Up About Toxic Links, da muss man nur sagen, dass Don't Get Hung Up About It, das ist nur, dass Tools verkauft werden sollen. Was sagt er da, der John Moo? Genau, Toxic Links is all about selling tools. Ja, fand ich ganz guten Tipp, deswegen wollte ich euch zeigen. Und, achso, genau, das hatten wir letzte Woche schon. So, was haben wir noch? Hier der Ralf.
Markus, wann ist jetzt nochmal der SEO-Stammtisch in Hamburg mit euch beiden als Special Guest? Wann ist er nochmal? 30. Juni. Genau, 30. Juni sind wir in Hamburg. In der World of Books steht es auch nochmal. Wie gesagt, Ralf, komm gerne mit nach Hamburg. Genau, 30. Juni in Hamburg. Genau, das World of Books und also Stammtisch. World of Books, Wingman, White Party. Geil, whatever. Es wird auf jeden Fall cool. Genau, seid dabei, wenn ihr könnt. Ja, und das war wirklich schon wieder die tägliche Dosis SEO. Also vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Fürs Kommentieren. Ja, fürs Kommentieren. Auf jeden Fall natürlich danke an Bastian und Ole. Genau. Und also vielen, vielen lieben Dank. Weiß ich, heute ein bisschen getrübte Stimmung hier in der täglichen Dosis SEO, aber das muss halt auch mal sein, weil es ist wirklich hier zurecht. Einen schönen Wochenstart wünsche ich uns der Jakob, den wünschen wir dir auch, lieber Jakob. Fahrt ihr mit dem Auto, Zug oder fliegt ihr? Wahrscheinlich Zug. Genau, schauen wir nochmal. Genau, haben es noch nicht gebucht, aber werden wir noch tun. Ja, also in diesem Sinne, ist notiert. Geil, sehr cool. Stefan ist mit dabei, das freut uns. In diesem Sinne, wie gesagt, vielen Dank fürs Dabeisein. Seid am Mittwoch wieder mit dabei. Wie gesagt, dann Dominik Schwarz von Home2Go bei uns in der Sendung und es geht um Inhouse-SEO. Das wollt ihr nicht verpassen. Also hoffentlich wollt ihr das nicht verpassen und seid wieder mit dabei. In diesem Sinne, genau, danke, dass ihr mit dabei wart. Pass im Zug auf Felix auf. Boston, Zug auf Felix. Es gibt nicht so einen Hase, Helix oder sowas, der die Weltreise macht oder sowas? Nein, okay, gut. Egal. Also, danke fürs Dabeisein. Bis Mittwoch. Mach's gut. Tschüss.